So, und jetzt freue ich mich ganz diebisch, denn jetzt geht einer auf der Bühne, der ist erstens frech, zweitens hochmusikalisch, hat eine grandiose Stimme und hat gestern schon für Furore gesorgt. Ja, dieser Mann, der war bis 2014 sehr, sehr bekannt in Köln als Studiomusiker. So, dann hättet Gott sei Dank dann die Kirche, dass ihr seit der 2014 werde ich selbst auf die Bühne gehen. Und es ist eine Wahnsinnsbereicherung für uns mit seiner Frechheit, mit seiner Anarchie, kann man wohl sagen. Und das ist Jörg P. Weber. Schön, wenn der Saal beheizt ist. Ja. Ich darf mich kurz heute Abend vorstellen. Mein Name ist heute aus steuerlichen Gründen Björn Häuser. Das wäre gut, weil man offiziell lachen kann. Ne? Vor allem, wenn man in die Seestück lurt, ne? Ohne Maske, die dann lache. Ehrlich. Wollt ihr doch hier seht, da bin ich froh, wenn ihr doch die Maske geht. Aber das. Jetzt ist der Faster leer, fängt an, Ajuja, brüllen wir wieder. Wir füllen uns all wohl, haben jetzt noch eine Session mit vielen Jubiläen. Was haben wir für Jubiläen irgendwie? Die Machpferde mit 60, der Stammtisch mit 70, die blaue Funke hat ein Radjubiläum. Nächstes Jahr, da haben wir den Rudefunke, der Karneval zu Köln wird 200 Jahre alt. Die Hühner haben Jubiläum, 10 Jahre keine Hit, das ist alles. Ist habe ich das gerade wirklich gesagt? Oder wenn die wieder würdig sind. Aber wenn du Hochdeutsch willst und sauber, musst du halt wetten, das gucken. Was soll das? Ja, normalerweise kennen Sie mich nur mit diesem kleinen Ding, mit meiner Flitsch. Aber ich wollte auch ins Rock'n'Roll machen. Hey, danke, Mama. Ist das so richtig sexy, mein Popo wackelt dabei? Ah. Ich komme tatsächlich, wo jetzt das Instrument, was ich gelehrt habe, wollte ich Schrumm, Gitarre. Und dann wollte ich jetzt mit Ach oder Nüng, habe ich die Flitsch dabei bekommen. Aber damit hat das angefangen. Und ich liebe bis heute Jazz. Jazz, ein bisschen Blues irgendwie. Das ist, weil die Akkorde sind so. Ach. Geil, oder? Das ist doch, ah. Ja, ich mit dem überladen, was ja jetzt brandaktuell ist. Ist ja, die Wehtslück haben ja wieder ab jetzt. Und was freuen wir uns? Was freuen wir uns, in so ein Wehtschaff rinzujahren? Und das Ätste, was wir sind, wir Kölsche, da haben wir anderthalb Jahre drauf gewartet, ist so eine freundliche Kürbis. So eine richtige, freundliche, motivierte, so eine. Es ist ja doch, ich wohne hier in der Altstadt, es ist ja Wirtschaft. Das ist ja, die haben jetzt auch neue Geschäftsideen, die haben jetzt Montags und Dienstags geschlossen. Sie sind so gut angekommen, jetzt machen sie Mittwochs und Donnerstags auch noch zu. Und du bist direkt der Mann, bist der Begrüßer. Und jeder hier in der Altstadt, in der Markmannsjass, am Hennessy Theater, da jeder den Wirtschaft ein Söckchen, ich weiß nicht, ob er das schon jetzt geholt hat, irgendwie. Und da jeder auch so eine richtige Kürbis, so eine freundliche, 1,60 Meter, kein Haar im Kopf, kein Zähne im Maul. Ja, wie nennt man so eine Kürbis? Wir haben der Elvis hier dürf. Einfach schon Jahre her. Das ist auch so eine. Und er ist immer super freundlich. Vor allen Dingen freut er sich immer, wenn dann so ob Freitag und Samstag die KD immer anfährt von der Schiffe und die machen dann so Motto-Partys, so auf alles 20% außer Tiernahrung. Weißt du, so. Kannst du dir vorstellen, wenn dann so die professionelle
Meckenheimer kommen. Und die jön dann da auf das Schiff, ne, mit dem Hawaii-Hemd, ne, und dann tun sie sich da, früher jön die dann immer in den Söckchen sich der Äpfel wärm brennen, ne, damit das wärm läuft, ne. Jetzt musst du so einen Typ vorstellen, wie der rinkommt. So, jetzt habe ich mir da eine Musik für uns gesucht, und zwar eine Blues. Muss ja zum Elvis passen, ne. Jetzt kann man so eine richtige Blues. Mit Singen han ich nix am Hut, doch jedet Ömme trinke, ja, da sag ich dir ins Kot. Mit Bier, Schabau und Töpfchen bin ich der Chef am Ring. Ich schmissen he die Wirtschaft, denn dort drin bin ich King. Hörst es bei mir nicht langsam, du kriegst die Bier doch gleich. Doch wann du hier Rabatz misst, oder sage nicht für dich. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Und wenn du noch kein Bier hast, dann warst du auch noch nicht dran. Zum Beispiel gestern Abend, ich hab die Tür grad ab. Da kütt er so ne Schnöse und brat mich tierisch drauf. Herr Mein für mich, hey, sieh da, Herr Ober, schnell ein Bier. Ob Hochdeutsch kann ich ja nicht. Was wollt der Typ von mir? Ich mag mir noch ein Zerrett an, ging ob dein Opfer an. Sache für die Putschbloss. Du bist doch noch ja nicht dran. Du kriegst die Bier, wann du dran. Ihr wollt mitmachen, ah. Hey, läuft anders. Call and response. Call. Das ist Ehrenfelder Kölsch. Call and response. Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Boah, hör mal. Das, euch nehme ich mit, das ist gut. Kannst du dir vorstellen, wenn ich das spiele, ob der Rude Funke Sitzung? Kannst du. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Und wenn du noch kein Bier hast, dann warst du auch noch nicht dran. Weil eine Blues ist, muss auch ein Solo haben. Tut mir leid. Das ist mal so. Geschichte, Digga. Rund zwei Stunden später kütt
Deckel vom Klo. Fäng an zu randalieren und mein für mich. Jetzt hören Sie mir mal bitte zu. Ich bin hier am Verdursten, meint der Typ zu mir. Mit wem muss ich hier reden für mein erstes Bier? Ich lud mir noch uns der Topes, von Bauern bis Unge an. Komm, schwart dich doch bitte nicht müd, du bist immer noch nicht dran. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Und wenn du noch Gebier hast. Und wenn du noch Gebier hast. Und wenn du noch Gebier hast. Dann wirst du auch noch nicht dran. Das ist eine Kerl, wa? Und dann an die Jörf mit meinen Finger. Jörg B. Weber, ein Highlight im Kölsche Fastelabend. Und wir sind sehr glücklich, dass du uns heute Abend zugesagt hast.